Nach der Pflichtspielpause aufgrund des DFB-Pokals vergangenes Wochenende kommt heute der VfB Auerbach ins Stadion der Freundschaft. Sven Köhlers Team ist trotz Tabellenplatz 20 in Cottbus nicht als Punktelieferant bekannt. 3 Begegnungen gab es bereits im Stadion der Freundschaft. Dabei konnte Energie lediglich einmal einen Punkt hier behalten. Die anderen beiden Partien gingen an die Gäste. Auch im letzten Aufeinandertreffen im August 2019 kam Auerbach auch als Tabellenletzter nach Cottbus und fuhr mit einem 3:1 Erfolg wieder ins Vogtland. Das will Wollitz heute möglichst verhindern und die ansteigende Form seines Teams verstetigen. Letzte Woche spielten sie 1:1 im Testspiel gegen Kickers Offenbach aus der Regionalliga Südwest, die dort als einer der Aufstiegsfavoriten gelten. Das Spiel kann auch nochmal in voller Länge nachgeschaut werden, hier auf Energie-TV. Axel Borgmann fehlt heute in der Startelf, ihm plagen muskuläre Probleme. Dafür ist Jan Koch wieder fit und übernimmt auch vertretungsweise das Kapitänsamt. Seit Mittwoch gehört auch Nikos Tsourafakis zum FCE. Der Stürmer vom SV Sandhausen sitzt aber zunächst auf der Bank. Endlich können die FCE-Fans auch die neuen rot-weiß gestreiften Trikots mit Wir sind Energie auf der Brust sehen und kaufen. Von Anfang an geht das Spiel in eine Richtung, aber nicht wie üblich auf die Süd, sondern heute auf die Nordwand. Auerbach hat den ersten mentalen Erfolg erzielt und die Seitenwahl gewonnen. Aber mit dem Anpfiff hat Cottbus die Initiative übernommen. Auerbach ist sofort defensiv gefordert. In der 4. Minute kommt die Flanke von rechts gleich perfekt für Engelhards Kopf. Alle jubeln! Nur der Schiedsrichter will nicht mitmachen. Er steht im Strafraum und zeigt Abseits an. Wollitz will das nicht wahrhaben und erklärt lautstark seine Sicht der Dinge. Unsere Zeitlupe löst die Situation nicht gänzlich auf. Engelhard könnte aber mit einer Zehenspitze tatsächlich zu weit vorn gewesen sein. Es bleibt beim 0:0. Die Gäste kommen kaum über die Mittellinie. Stock schafft es nach 14 Minuten doch und ist auch in Schussposition. Kein Problem für Toni Stahl im FCE-Kasten. Den nimmt er locker auf. Nach einer halben Stunde probiert es Zimmermann für sein Team mal mit einer Offensivaktion. Die Cottbusser Bemühungen werden ungenauer. Der Auerbacher ist vor Stahl am Ball. Der Keeper wirft sich aber rein und hat die Kugel. 3 Minuten später erneut der Auerbacher Torjäger. Dieses Mal geht er allein auf Stahl zu und kann aus Spitzenwinkel abschließen. Das war schon knapper und hätte durchaus die Überraschungsführung für die Gäste sein können. Cottbus ist in den letzten Minuten etwas unkonzentriert. Der Anfangsschwung ein wenig verloren gegangen. Das scheint auch Pele Wollitz so zu sehen, denn er schickt nach dieser Möglichkeit Badou, Tsourafakis und Eisenhut zum Aufwärmen. Der Trainer scheut ja nicht, bereits früh zu wechseln, wenn es nötig ist und er die nötige Leidenschaft bei einigen vermisst. Der Fingerzeig scheint Wirkung zu haben. In der 36. Minute muss die Auerbacher Defensive wieder ordentlich ackern, als eine Freistoßflanke vor Engelhards Füßen landet. Schmidt, klasse, aber den Einschlag im zweiten Versuch kann auch er nicht mehr verhindern. 1:0. Engelhard erzielt bereits sein drittes Tor im 4. Spiel für den FCE. Der neue Stürmer zündet. Die Pausensnacks will sich der FCE nun anscheinend doch verdienen. Max Krämer will nach der Ecke in der 42. Minute nachsetzen, wird aber von einem Auerbacher attackiert und bleibt liegen. Schiedsrichter Jessens Pfeife bleibt stumm. Die Cottbusser machen das einzig Richtige. Sie regen sich nicht über die Entscheidung auf, sondern bringen den Ball direkt wieder in die Gefahrenzone, wo sich Jonas Hildebrand stark gegen Johann Weiß durchsetzt und zum Schuss kommt. 2:0 für Energie Cottbus. So schnell kann es gehen und stimmt den Trainer sicher milde. Auerbach kommt nun nicht mehr zum Durchatmen. Nur eine Minute später hat Engelhard auf der linken Seite alle Zeit der Welt, dribbelt auf Schmidt zu und spielt dann doch noch den Querpass auf den völlig freistehenden Max Krämer. Das muss es doch sein. Aber die 7 schießt über das leere Tor. Der ansetzende Fanjubel verstummt augenblicklich. Auch an der Seitenlinie herrscht Gefühlsachterbahn. Der Trainerstuhl muss darunter leiden. Die 4.024 Zuschauer im Stadion können sich nach dieser Szene erstmal die erste Halbzeit analysieren. Jessen pfeift nach kurzer Nachspielzeit zur Pause. Die Gäste müssen sich etwas überlegen, um hier nochmal in Punktenähe zu kommen. Pele Wollitz kann nach seiner Aufwärmtaktik und 2 Toren schon etwas zufrieden sein. Mit Krämers dritten Tor wäre hier aber vermutlich der Ofen schon gänzlich aus gewesen. So besteht zumindest noch eine Restchance. 2 der 3 Offensivaufwärmer dürfen zunächst wieder auf der Bank Platz nehmen. Lediglich Tobias Eisenhut ersetzt Niklas Erbeck im Mittelfeld. Bei Auerbach kommen Erik Stiller und Veit Kramer für André Brecher und Maximilian Schmidt.
Energie macht direkt da weiter, wo sie aufgehört haben. Nur eine Minute nach Wiederanpfiff stürmen sie über die rechte Seite. Toll gemacht hier von Engelhardt. Krämer geht nach vorne und kann den Ball flach reinbringen, wo Joshua Putze unverhofft Platz hat. Den nutzt er, um Schmidt noch zu verladen und dann zum 13:0 zu verwandeln. Nun dürfen alle Resthoffnungen der Auerbacher dahin sein. Nun ist Schadensbegrenzung angesagt. Und es stellt sich die Frage, kann Auerbach noch etwas entgegensetzen? Cottbus bleibt aber am Drücker und beißt sich vorne fest. In der 53. Minute sind sie nah am 4:0, zumindest von der Entfernung zum Tor. Putze liegt am Boden und stochert weiter, aber der Lucky Punch gelingt ihm nicht. Die Auerbacher können klären. Nach knapp einer Stunde bekommen die Cottbusser links einen Freistoß nach Foul an Hasse zugesprochen. Heute gibt es wieder eine kreative Variante. Flach kommt der Ball in die Mitte zu Eisenhut. Der will direkt schießen, wird aber geblockt, bleibt dran und kann zu Jonas Hildebrand durchstecken. In Torjägermanie macht er heute seinen zweiten Treffer zum 4:0 in der 58. Spielminute. Danach wechselt Wolle zweimal, Max Krämer geht und Nikos Tsourafakis gibt sein Debüt im Energietrikot. Torschütze Erik Engelhardt darf ebenfalls seinen Arbeitstag beenden. Yannick Mehler übernimmt für ihn. Der Neue zeigt sich auch gleich mehrfach und treibt das Spiel an. Hier bedient er Pronischew. Schmidt ist da und verhindert ein Debakel. Wollitz will aber anscheinend noch nicht in den Ruhemodus umschalten. Malcolm Badu kommt für Tobias Hasse. Seine Schnelligkeit dürfte die Gäste vor noch größere Probleme stellen, als sie heute sowieso schon haben. Und Badu gibt gleich ordentlich Gas. 11 Minuten nach seiner Einwechslung steht er im Blickpunkt des Geschehens, als er die Hereingabe schnörkellos direkt nimmt und mit einem Traumtor zum 5:0 verendet. Es ist das erste Tor für den Neuzugang und es kann sich sehen lassen. Auerbach muss weiter zittern, Cottbus spielt weiter energisch nach vorn. Kauter hat den Blick für Hofmann, sein Ballgefühl beim langen Pass stimmt und Hofmanns Laufleistung auch. Meter in der Mitte, knappe Sache. Ihm würde man heute noch ein Tor gönnen. Wollitz nutzt sein Wechselkontingent. Joshua Putze geht raus, Arne Kujovic kommt für die letzte Viertelstunde. Malcolm Badu zeigt seine Technik in der 83. Minute. Er wirbelt sich durch den Strafraum und wird in letzter Sekunde noch von den Gästen gestoppt. Es macht regelrecht Spaß, ihm zuzuschauen. Die neue Flügelzange mit Tsourafakis und Badu macht Tempo gegen die ohnehin überforderten Auerbacher. In der 85. Minute bringt die Elf den Ball per Flanke in den Strafraum. Da findet sich aber kein Rot-Weißer. Von den Gästen kam in der zweiten Hälfte fast gar nichts. Eine Minute vor Schluss scheitert jedoch Badus Klärungsversuch und Guslajew nimmt den Ball auf, bringt ihn rein. Ecke, die bleibt jedoch ungefährlich. Und danach ertönt der Schlusspfiff im Stadion der Freundschaft. Sieg und was für einer. Einer für das rot-weiße Energieherz, für das Selbstbewusstsein, für die Torbilanz und natürlich auch für die Tabelle. Die Fans warten Badu nach dem Schlusspfiff auf den Zaun. Der bewies gleich erste Feierqualitäten. Da könnte der nächste Publikumsliebling entstehen. Cottbus steht nun auf dem 8. Tabellenplatz und hat 6 Punkte und ein Spiel Rückstand auf den überraschungsersten FSV Luckenwalde. Die kommende englische Woche können sich die Energieprofis vom Trainingsplatz aus anschauen. Das Auswärtsspiel am Dienstag gegen Tennis Borussia Berlin wurde aufgrund von Quarantänemaßnahmen bei den Berlinern abgesagt. Wollitz zeigte sich in der Pressekonferenz zufrieden mit dem Spiel. Die in den letzten Wochen kritisierte Offensive zeigte heute, was in ihr steckt. Und mit Eisenhut, Badu und Tsourafakis konnte Energie nochmal ordentlich nachlegen. Nun heißt es, Stabilität in die Leistung bringen und am kommenden Samstag gegen Fürstenwalde bestätigen. Dem Trikotverkauf, der im Stadion der Freundschaft ebenfalls heute startete, tat der Sieg gut. Nach Abpfiff sah man bereits die ersten quergestreiften Fans zufrieden nach Hause laufen.